einen Mercedes-Sprinter-Kastenwagen zu einem Familienvan für 5 Personen ausbauen. In unter 3 Monaten. Here we go. Ja, das war der Plan. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, was ist denn aus dem Sprinter-Projekt geworden? Ist es fertig geworden? Hat es in 3 Monaten hingehauen? Gibt es eine Roomtour etc. pp.? Nun, an dieser Stelle kann ich sagen, ja, das Projekt ist zum Abschluss geworden. Es ist an den Besitzer wieder übergeben worden und ich habe alles das gemacht, was wir abgesprochen hatten. Nichtsdestotrotz hatte ich ein bisschen Zeitdruck, dann doch, was die Sache angeht, so dass ich mit dem Videofilm nicht hinterherkam. Ich habe trotzdem einige coole Aufnahmen gemacht und die will ich euch hiermit nicht vorenthalten. Also es ist jetzt auch nicht so viel Erklärung dabei oder nicht so viel Step-by-Step, aber trotzdem könnt ihr hoffentlich in den Zeitrafferaufnahmen oder zwischendurch, wenn ich es erkläre, einiges mitnehmen. Und am Ende gibt es noch eine kleine Roomtour, wie es dann im Endeffekt ausgesehen hat. Also schaut es euch an. Erst einmal, ich habe mir hier Balkenschuhe gekauft. Ganz normal im Baumarkt. Die habe ich bearbeitet. Normalerweise ist hier noch so eine Kante drauf. Ja, das blende ich mal kurz ein, wie ich das gemacht habe. Also. Ich habe quasi einfach mit der Flex die eine Seite abgesägt und so weit wie man mit Flex kommt. Den Rest mit einer Metallsäge gemacht und genau, so könnten halt wahrscheinlich dann perfekt hier die Aluprofilrohre rein und das Lattenrost hier raus. Das Bett ist so konzipiert, dass man darunter noch viel Stauraum hat. Der Plan war auch, hier Schwerlastauszüge noch einzufügen, um diese dann einfach zu beladen. Ein weiterer Vorteil von Aluminium ist, dass er viel leichter als Holz ist. Dadurch konnten wir hier durch diese Bettkonstruktion viel Gewicht einsparen. Die Balkenschuhe wurden mit Blindnietmuttern an die Karosserie verschraubt und die Aluminiumprofile ebenfalls damit verbunden. Auf diese Konstruktion wird dann noch ein Lattenrost und Matratze gelegt und fertig ist das Bett. Ist jetzt hier unten verschraubt, hier eingeklemmt und dann kann das halt nirgendwo hin. Und ich kann mich drauflegen und das ist halt ideal. Ich würde sagen, das ist eine Top-Konstruktion. Die Bettkonstruktion steht soweit. Das brauche ich jetzt aber erstmal nicht und damit ich weiter in der Unterkonstruktion und oben an den Schränken ein Dach erbauen kann, baue ich das erstmal ab. Das war mir jetzt nur wichtig, damit ich genau weiß, wo die Position von den Balkenschuhen sind, weil die muss ich halt ein bisschen anpassen. Und jetzt, da die da sind, werde ich jetzt das Ding wieder abschrauben und dann geht es weiter an. Also, während hier der Balken noch von der Decke kommt, um die frisch eingeklebte Decke abzustützen, mache ich mich schon mal an der anderen Seite und hau mal wieder 28 Milliarden Blindnietmuttern in die Karre, damit ich hier dann nachher den Küchenblock befestigen kann. Also diese Blindnietmuttern haben sich, finde ich, echt bewährt. Das einzige Problem ist, diese hier reinzumachen. Gerade jetzt hier beim Sprinter, der hat schon ein paar Löcher drin. Ist halt super easy. Das einzige Scheiße ist, also beziehungsweise habe ich noch keinen geilen Workaround gefunden, ist, wie ich dann in das Holz, was ich dann nachher quasi in die Blindniete reinmache, so einen gescheiten Übertrag finde. Das ist immer so ein richtiger Hassle. Für mich zumindest. Ja, weiß ich noch nicht, wie das am besten geht. Tatsächlich, auch bei der Decke habe ich jetzt schon öfter mal das wieder abgeschraubt, weil ich noch irgendwas ändern musste. Dann hätte ich das geklebt, wäre das nicht möglich. Go another day for you and me. Paradise. So sieht das schicke Ding jetzt aus. Ja, ist halt easy peasy schnell gemacht. Sieht jetzt auch ganz okay aus. Was ist das anderes?
Und davor kommt ja eh was, eine andere Verkleidung. Ja, so spart man sich ein bisschen Holz, was ja auch gerade nicht so billig ist. Und ein bisschen Gewicht hoffentlich. Ich glaube, es ist ganz gut und dann kann ich mit der Küche dann demnächst weitermachen. Die Stützen lasse ich jetzt, glaube ich, nochmal über Nacht hier dran. Und dann geht es morgen weiter. Zu der Küche habe ich leider nicht mehr so viel Videomaterial. Im Prinzip ist es ein kleiner Block geworden, der Platz für die Spüle und etliche Schubladen hat. Gebaut ist dieser Block aus mehreren dicken Hölzern, welche nachher mit Pappelsperrholz und Paulownia-Holz verkleidet wird. Aus Paulownia-Holz sind ebenfalls die Schubladen nachher gefertigt. Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Ich habe das, habe ich nicht gerade gesagt, ich habe das perfekt nachgemessen, das müsste eigentlich hundertprozentig passen. Wie kann dann das hier wieder sein? Das ist mir ein Rätsel. Ich meine, ich bin ja immerhin froh, dass die erste hier passt und dass das auch hier vorne perfekt passt. Wobei, so grob. Aber was hier wieder los ist, das ist ja jetzt, ich habe jetzt sogar das noch nachgebessert und schräg gebohrt. Das ist ja eigentlich, ist es ja so. Ey, das kann ich beim Besten, das ist. Ich verstehe es nicht. Die Optik mit dem Jutestoff führe ich nun überall da fort, wo die Verkleidung nicht wirklich sichtbar ist und man deswegen kein Holz verwenden muss. Auch wenn es sichtbar wäre, würde mir die Optik sogar gefallen. Der Jutestoff kommt auch im Rückenteil der Oberschränke zum Einsatz. Idealerweise montiert man ihn, wie hier, vorher an die Konstruktion, damit man die Tackernadeln nicht sieht. Hier an der Seite, quasi zwischen Küche und Kühlschrank, möchte ich jetzt hier, weil hier oben kommt noch ein Oberschrank hin, was basteln. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass man das quasi mit so, ob wir das irgendwie so ein bisschen hinkriegen, mit so eine gewisse Optik erstellen, die dann so ein leichtes Gittermuster, heißt man kann nicht durchgucken, man kann da sogar noch was dran befestigen. So ist die Idee. Da muss ich nochmal gucken, welchem Abstand ich das mache. Dass halt so ein bisschen Separation ist zwischen hier dem Schlafbereich und der Küche. Und der Raumtrenner ist jetzt vorbereitet und nach füge ich diverse Verkleidungselemente an den Sprinter an. Im Heckbereich und vorne bei dem Dachfenster verwende ich dafür die alte Deckenverkleidung, die bereits vorher im Sprinter eingebaut war. Die passt perfekt über solche schwierigen Stellen wie hinten über dem Querbalken der Türen. Jetzt sieht es so aus, als würde nicht viel passieren, aber es geht an die Elektrik. Das Krimpen und Abstecken der Kabel, das Ziehen der Kabel und so weiter dauert einfach seine Zeit. Aber am Ende gibt es ein schönes Ergebnis. Let's get the party started! Jetzt ist so langsam der Endspurt angesagt. Das heißt, viele, viele Kabel und Steckdosen verlegen. Die letzten Verkleidungen und Griffe anschrauben. Und alles, was sonst noch ansteht. Es sieht mehr und mehr nach einem richtig gemütlichen Camper aus.
Dann kommen noch die letzten Elemente wie der Wasserhahn oder Steckdosen in die Küche und der Van ist übergabebereit. Den Rest, wie etwa das Streichen der Möbel, sofern gewünscht, das Bett und andere Dinge, wollen die Besitzer noch selber machen. Jetzt folgt noch ein kleiner Rundgang im Sprinter. Viele Lichter erhellen den Wohnraum und sind bedien- und teilweise dimmbar. Die beiden Vordersitze sind drehbar, sodass sich eine großzügige Tischgruppe ergibt. Die Küche bietet ausreichend Stauraum und die Arbeitsfläche lässt sich erweitern. Ein großer Kühlschrank und noch mehr Stauraum befindet sich auf der anderen Seite. Am Ende des Bettes sieht man noch verbaute Leselampen inklusive USB-Ladefunktion. Links und rechts über dem Bett ist weiterer Stauraum. So, das war wie gesagt die etwas Mini-Roomtour. Das Sprinter-Projekt ist somit abgeschlossen. Jetzt die große Frage, hat es geklappt, in 3 Monaten das umzubauen? Zeitlich, also vom Arbeitszeit her, habe ich es geschafft, in 3 Monaten mehr oder weniger Vollzeit daran zu arbeiten. Bedeutet, die Bauzeit hat hingehauen. Allerdings ist die zeitliche, also die Bauzeit war nicht durchgängig am Stück 3 Monate, sondern hat sich aus Grund verschiedener Herausforderungen etwas weiter gezogen. Also dass man am Ende des Videos auch sieht, dass ich da mit Handschuhen und Mütze arbeite, das ist dann doch schon ziemlich weit im November, Dezember erst fertiggestellt worden. Nichtsdestotrotz hatte ich mega viel Spaß bei dem Projekt. Ich hoffe, wie gesagt, ihr könnt auch einiges mitnehmen. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, haut es gerne in die Kommentare. Man sieht vielleicht auf dem Bett hinten so einen großen Karton. Die Idee war, da ist ein Dachzelt drin. Die Idee war, dass man das Dachzelt dann nachher oben aufs Dach packt und dann durch das Dachfensterluke, die man da vorne bei der Sitzgruppe sieht, dann quasi, dass die Kinder oben aus Dachfenster raufgehen können und darin schlafen können. Das war quasi das Special Gimmick, was wir uns überlegt hatten. Das will der Besitzer aber jetzt selber machen und ich wünsche ihm viel Spaß dabei und gute Reise in dem Gefährt. Jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, okay, das Projekt ist abgeschlossen, wie sieht es überhaupt aus mit deinem Renault Master, geht es da weiter? Ja, da geht es auch weiter, da werde ich die nächsten Wochen auch weiter mit reisen und das auch noch ein oder andere Sachen mit einbauen. Aber man sieht eventuell schon hier in dem Bereich, dass da noch ein weiteres Projekt auf mich wartet. Und was sich damit auf sich hat, das zeige ich dann euch im nächsten Video. Bis dahin, wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.